Nun zur Trollblume. 5 cm von der Rolle abschneiden. Das ergibt Material für 16 Blumen mit je 8 Blütenblättern. Wir beginnen aber mit dem inneren Teil und schneiden nochmals 12 cm von der gelben Rolle ab. Wir schneiden 3 Streifen zu je 3 cm. Die Streifen in der Mitte abdrehen und nahe der Mitte ausdehnen. Hier der zweite Streifen. Nun die 3 Streifen versetzt übereinander montieren. Jetzt am unteren Ende zusammendrehen. Zum Schluss liegen alle 3 Blätter versetzt übereinander. Nun anbraten. Nun die äußeren Blütenblätter. Ein 15,5 cm langer Streifen wird dreimal gefaltet und seitlich 2 cm eingeschnitten und abgerundet. Nun alle 8 Teile in gleiche Richtung biegen. Und um den inneren Blütenteil montieren. Knapp darunter mit feinem Blumendraht fixieren, damit die Blume kugelförmig bleibt. Blattmontage wie üblich.